An diesem Hack funktioniert. Nee. Ist der kurzeste. Oh, 1, 2, 3, nächste Tür. Bitte sprechen Sie Deutsch. In diesem ROM-Hack ist anscheinend der kürzeste Weg von A nach B über mindestens 17 andere Punkte. Inklusive sowas wie Gamma. Ja. Gut, jetzt dürfte ich langsam hier sein. Hat auch lang genug gedauert. Oh, andere Musik. Andere Musik. Ganz ruhige Musik. Oh. Hier runterfallen will ich nicht, aber ist ja nicht mehr so schlimm. Ich komme jetzt ja wieder hoch, im Gegensatz zu früher. Ja, jetzt bin ich gleich wieder da. Hier kann ich rennen, oder? Miau, ich habe eine Schnecke mitgetreten. Entschuldigung, Schnecke, aber es war schön. Es war lustig, also die Wolf Cool erlaubt es. Hier oben konnte ich noch was nicht. Ist jetzt alles kein Thema mehr. Und da ist ein kleines Eck. Das kleine Eck hätte ich noch gern. Was haben wir denn hier? Ah, da, kleines Eck, da haben wir es. Hier oben war ich noch nicht. Bisher. Jetzt bin ich's ja. Ach so, das führt hier hin. Und hier ist einfach Speed für... Ach so, kleines Speed-Ding. Wie soll ich... Soll ich jetzt als Ball... einen Ballscheinspark machen? Oder was wollt ihr jetzt von mir? Ja, das habe ich schon toll gemacht, oder? Nochmal! Ne. Ich würde vermuten, es gibt hier einen Ballscheinspark. Ich krieg's auch nicht mit dem Abbrechen hin. Ich versuche mal nochmal. Einen Scheinspark schön nach rechts und... Wow, ich drück nach unten, ich drück nach links, ich drück wieder springen. Ich habe keine Ahnung. Achso, nee, ich soll die ganze Zeit rennen gedrückt halten, hat er gesagt. Muss ich. Versuchen wir es mal so. So, und... Auch nicht. Tja. Tut mir leid, ich krieg's nicht hin, ich bin zu doof. Aber... Ja, da denkt man, man ist ein guter Super-Metroid-Spieler und dann die ganzen Techniken, die auf einmal vorausgesetzt werden, die beherrscht man überhaupt nicht. Man hat keine richtige Ahnung. Hier oben ist noch was. Oh, hier oben ist noch ein ganzer toller neuer Raum. Das finde ich supi. Hoffentlich nur ein kleiner Raum, kein... Oh Gott. Ja, stirb. Kein riesiges neues Gebiet. Ach, die scheiß Mock-Troids. Die sind keine echten Metroids. Das sind keine. Das sind nachgebaute Metroids. Die sind nicht so effektiv, nicht so widerstandsfähig. Sie sind immer noch scheiße. Ganz ehrlich, scheiße. Nervig und auch irgendwo schlimm, aber kein Vergleich zu echten Metroids. Es sind halt keine. Es sind nachgebaute Billig-Metroids aus Korea. Aus Korea, genau. Du bist aus Korea. Hongzhou, Pyongyang. Ja, genau so. Genau du. Genau du, mein Lieber. Und was habt ihr bewacht? Was gibt's hier? Na? Ein Riesenscheißraum. Super, wo führt das hier hin? Scheiße, das könnte theoretisch fast der Weg zum Boss sein. Wenn es jetzt einfach noch nach links oben rumgeht, und es geht mal nach oben prinzipiell, dann könnte es der Weg zum Boss sein. Und das hier ist mal auf jeden Fall so gemacht, dass du es ohne Space Jump nicht schaffen sollst, dort hochzukommen. Oh, verdammte Axt! Ich hasse das im Sand. Wenn ich hier in dem kleinen Knubbel stehen bleiben könnte, dann wäre das viel angenehmer schon mal. So, nein, oh. Wisst ihr, dann ist man mal über Wasser und dann unter Wasser und dann im Sand und dann nicht mehr im Sand und dann verändert sich jedes Mal etwas das Timing, mit dem ich drücken muss. Also, ich gehe gleich aufs Screen. Das ist doch... Ja, über Wasser macht das einfach nicht mehr. Bleib doch mal hier stehen. Hier in dem kleinen... In dem kleinen Scheißknubbel hier. Ne. Oh Mann. So. Hopp. Ja, perfekt. Perfekt. Nein. Oh, es zählt anscheinend immer noch, dass ich den Sand berühre. Ich schau mal erst hier rüber. Ne, das führt mich jetzt nirgends hin. Hier unten den Boden erkunden. Golden. Fuck. Aua. Autsch. Oh Gott. Oh Gott, geht's hier tief runter. Scheiße. Die Energieladestation dort unten sieht so verlockend aus. Aber nö, ich krieg nichts dergleichen. Ich bring hier mal wieder hoch. Lass mich mal raus hier. So, nein, nicht schießen auf mich. Nicht schießen auf mich. Das ist okay, ich bin wenigstens oben. Au, Arschloch. Haben wir hier noch was? Ne. Ich möchte dort schon hoch, ganz ehrlich jetzt, ne? Also... Ist okay, ich mach's mal aufs Screen. Ich schau, dass ich da hochkomme. Bis gleich. Nee, super. Wow, hau ab, Fisch.
es funktioniert nicht über Wasser. Es funktioniert überhaupt nicht über Wasser im Sand. Unter Wasser im Sand funktioniert's. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich dort hochkommen soll. Außer vielleicht mit dem Scheinspark, den ich bis dorthin mitnehme, den dann nach oben mache. Das könnte gehen, aber hier war ja nicht genug Raum, um Scheinspark auszubauen. Ist egal. Ich schau trotzdem erstmal in Ostmaridia. Wenn ich nicht weiterkomme, immer noch... Aua, schieß. Bring die Wichser um. Wenn ich trotzdem immer noch weitermache und keinen Weg finde, weiß ich ja, dass ich dort herkommen kann und mich wieder verdüddeln kann dran bis St. Nimmerleins Tag. Schieß mal, den Fisch hier tot, der ist böse, ganz böse. Piu, geht doch. Neue Mock-Trails, renn einfach raus, Samus. Renn einfach raus. Ah, noch mehr. Nein, renn raus. Puh. Gut, ich will die Energieladestation da drüben. Die ist mir jetzt gerade ganz wichtig und lieb. So, hier, Fisch, Fisch. Hier kommt sie schon gleich. Das passt auch gerade sehr gut mit meinem Leben. Sehr, sehr gut passt das. Lass mich mal rennen. Ja. Oh. Das wären alle Zähne gewesen. Gib mir Energie, tolle Ladestation. Oh ja, herrlich. Und Raketen kann ich auch gerade wirklich gebrauchen, wenn ich mir das so ansehe. Sehr gut. Oh, raus hier. Also wirklich, meiner Erfahrung nach, ebenso wie sich das angefühlt hat, ist das gar nicht gegangen, über Wasser zu Space Jumpen. Aus dem Wasser raus, ja. Also der eigentliche Sprung, den ich initiiere, muss unter Wasser stattfinden. Ob es mich dann noch über Wasser katapultiert, ist im Spiel egal. Aber über Wasser kann ich keinen neuen initiieren. Und das reicht auf keinen Fall. Also, nicht noch mehr. Nein, haut ab. Geht weg. Ich will raus hier, raus. Schnell raus, bevor sie mich finden. Puh. So, hier war doch gerade eben auch noch, wo ich mich noch aufgeregt habe, eben der Raum, wo es nicht ging mit dem Hochspringen und so. Das hat sich dann jetzt zum Beispiel erübrigt. Das kann ich. Vielleicht habe ich ja recht. Vielleicht ist es so, dass ich einfach von hier aus jetzt nach links gehe und dann bis in diesem Raum wieder ankomme, zum Beispiel. Dass ich dort eben nur runterspringen kann. Och, Samus, spring doch ein. Lenk doch mal kurz von alleine, wenn ich mich an der Nase kratze. Ganz ehrlich. So viel Selbstständigkeit kannst du doch an den Tag legen, oder? Yep, wir sind oben. Wir haben es geschafft, wir sind oben. So, hier war doch noch jetzt dann ein Schalter, den ich hier drücken muss. Den muss ich hier drücken, um hier weiterzukommen. Also muss ich von der anderen Seite dort kommen. Okay. War die Tür nicht grau, verdammt nochmal? Ich glaube, die war grau, wenn das die ist, die ich meine. Vielleicht ist es ja jetzt nicht mehr. Es hat ja zwischendurch auch wieder gerumpelt, als ich den Space Jump bekommen habe oder irgendwas. Das ist mir auch jetzt ja erklärt worden. Das Gerumpel, das hat mir immer Angst gemacht, weil ich das normal nur aus dem Spiel her nur kenne, wenn auf einmal die Lava anfängt zu steigen oder Säure aus dem Boden kommt oder so Scherze. Also ganz, ganz schlimme Sachen. Oder wenn irgendwas anderes, was ich gerade nicht mehr weiß. Was weiß. Und aus Metroid 2 kenne ich das Erdbeben, Gerumpel. Dann ist es, wenn ein neues Gebiet aufgeht, das vorher nicht offen war. Um genau zu sein, wenn die Lava aus dem Gebiet verschwindet. So. Und hier ist das eigentlich ähnlich. Wenn mir irgendwo zum Beispiel unzerstörbare, dumme Scheiß Steine im Weg sind oder sowas, die mich von dem Gebiet abhalten. Och Mist, ich kann nur von oben dorthin. Hä? Ach, wie doof. Och, das ist doch ein langer das macht mich traurig. Nochmal ausprobieren. Ich weiß nicht, es ist verdächtig. Ich bring nochmal den Fisch um und scanne den Raum ein bisschen ab. Das ist mir zu verdächtig. Das ist... Vor allem den Weg da nach rechts wieder zu beschützen, was soll das bringen? Schauen wir es mal an. Zeig mir mal deine Geheimnisse, Raum. Ich war gerade schon wieder was im Erzählen und hab's total vergessen, aber... Ich hoffe, es war logisch genug, dass ihr euch das Ende denken könnt. Hier hoch. Und hier ins Eck und hier nochmal scannen. Nein. 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 Spring schon. Spring, Madame. Ja, noch höher. Und, yep, jetzt bist du oben. Nix. Nix. Dort oben. Ja, mach schon. So und so und so. Hier oben noch. Nee, wirklich doof. Ich muss wirklich den langen Weg da drum rum gehen. So ein Scheiß. Ugh, das ist wirklich traurig. Naja. Es muss wohl sein. Es bin nicht an allem ich schuld.
was das Spiel jetzt hier betrifft, was so lange dauert. Das Spiel macht auch viele Sachen selbst, die dann lang dauern. Bin nicht alles ich. Also wieder dort unten raus und dann setzt mich... Wo war das? Ach, bei Crazy in Brinster setzt mich doch ab, ne? Ja, so ist das. Dann muss ich von dem aus wieder raus und hier auf die Mogtrites aufpassen, die hier rumfliegen. Die Geräusche kriegen sie schon ganz gut hin wie Metroids. Aber es sind eben keine. Rein optisch der Unterschied, den man merkt, auf jeden Fall sind unten die Fangzähne. Diese weißen, ja, wie Tentakel kann man sie auch etwas nennen. Bei denen hier sind das ja so lange, dürre... Oh, mein Ohr hat gejuckt. Irgendwas Dinger. Lang, dürr und so wie knochig, dünn und gebogen noch mit so einem Knick drin. Bei echten Metroids sehen die eher so aus wie die hier, nur ein klein und etwas dicker.